Einen wunderschönen, liebe Leute, und herzlich willkommen zurück hier zur Pokémon Heart Gold und Soul Silver Souling Challenge. Mit dabei bei mir ist hier der gute Adam. Und ja, nachdem wir hier das Tutorial endlich durch haben und unser erstes Pokémon leider nicht gefangen haben, weil, ja, ich meine, ja, Knuffenser meinte hier, mit das Pfiffchen One-Shot zu müssen. Das heißt, jetzt mal niedrige Pokémon nicht angreifen. Ja. Deswegen ist bei uns auch noch Nidoran weiblich im Team, das muss ich aber gleich mal freilassen. Pokémon Center. Ja. Oh, ich hab was vergessen. Gut, Hut, geh weg. Tata. So. Unsere Starter noch kurz hier. Das Level Cap ist 13. Wir dürfen nicht mehr auf Level 13, 13 kriegen. Okay. Also jetzt erstmal wieder zurück nach Neuburg. Nee, Moment. Erstmal durch den Tunnel, würde ich sagen, ne? Ja, aber ich muss erstmal den ganzen Pokémon hier vorbeikommen, die ganze Zeit mich anspringen. Ja, wieso springen die dich auch an? Oh, Alter! Ach, jetzt kommt ein Pichu. Klar, why not? Ja, natürlich, bei mir ist es ein Ladybug. Bist du schon mal einen Pokémon fangen? Nein. Ich wollte gerade sagen, denk daran, Strafe. Naja, gut, Ladybug ist Strafe, ne? So, Tunnel. So, der Tunnel lese dann noch durch. Oh, und ich hab so den Sprite Park. Das nächste effektiv. So. Sprite Park wieder weg. Ja, gut. Hallo Sepa, was gibt's denn? Oh. Fabius versucht mit ganzer Kraft mit dir Schritt zu halten. Oh, hihi. Ja, komm. So, wir warten mal, ich habe keine Lust auf eine Strafe. Ja. Eigentlich wollte ich ja hier. Aber das dauert ewig lang, also flüchte ich lieber. Fabius starrt mich an. Ja, wir müssen warten. Ja. Ich bin doch auch gleich da. Fabius starrt mich weiter an. Ja, gut. Route 46. Genau. Und rein da. Oh, Nidoran Weibli hat sogar ein hartes Wesen gehabt. Oh. So. Wow, ein Finion. Sehr schön. Finion. Fisch? Ja. Oh, das ist so ein wunderschönes Pokémon. Eins der wunderschönsten Pokémon, die ich kenne, ey. Wenn das zu Luminion. Und hat wahrscheinlich nur Platscher, ne? Nein. Müsste auch Blubber oder sowas haben. Und ich habe einen Schwalbini. Okay, dann fangen wir es mal, weil One-Shotten möchte ich jetzt nicht. Ich wollte gerade sagen, das machst du auf jeden Fall mit Trankigkeit. Problem ist bei ja. Problem bei mir ist nur, ich habe. Okay, das verdammt, ich habe keine Pokébälle gekauft. Ich auch nicht, aber es hat eine Hand gereicht. Ja, bei mir noch nicht. Schon nur ein Tag. Eins. So. Drei. Und natürlich muss es sich wieder befreien. Also habe ich nur noch drei. Hey, so ein Pfund. In der kalten Jahreszeit legt es auf Reisen 300 Kilometer pro Tag zurück. Okay. Dann warten wir jetzt mal. Und wieder befreit. Also ich habe nur noch zwei Pokébälle. Nochmal so. Zwei Chancen noch uns. Ja. Das Schwalbini ist gut. Obwohl, ne? Ja. Taubsi wäre mir lieber. Ich versuch's ja, ne? Ich versuch. Ah, schon wieder. Wir hätten uns doch erst Pokébälle kaufen sollen. Definitiv. Letzter Versuch. Letzter Versuch. Und fuck ist es. Hat sich direkt wieder befreit. Gut, kein Schwalbini. Ja, und für mich ja. Also, wir haben, also, schon wieder total Glück, was Pokémon angeht, ne? Schwalbini hat aber auch kein Item. Haben wir irgendwie vergessen, dem Pokémon Item zu geben oder so? Also, nein, oder? Bin ein bisschen verwirrt, weil ich bis jetzt immer Pokémon gefangen habe, die kein Item bei sich trugen. Gut, dann ab zurück nach Rosal-Dings da. Rosalia City. Erstmal die beiden Pokémon freilassen. Ja. Und dann Pokébälle. Tut mir leid. Keine Ahnung dafür, wenn das Ding nicht drin bleibt und ich das nicht angreifen darf. So. Tschüss, Trüffel. Ah, Trüffel hat es bis jetzt noch nie überstanden. Und diesmal durfte es noch nie mal ins Team rein. Und Schwalbini. Schwalbini konnte schon Schnabel, alles klar. Und naives Wesen, das ist natürlich auch geil. Ja, bringt nur halt nichts, ne? So, dann kurz mal Fabius heilen und dann geht's auf die nächste Route.
Zweimal, nee, ja, dreimal durften wir. Und dann erstmal Pokébälle kaufen. Und wo kommt auf die Zeit an? Ob wir heute wirklich 5 Pokémon noch fangen dürfen. Nicht 5, 3. 3 noch. 3. Hm. Willkommen, kann ich helfen? Ja, ich möchte ein paar Pokébälle kaufen. Nämlich genau 9 Stück. Ich hätte gern 10 Stück. Ich kann mir leider nur... Ach nee, ich kann 10 Stück kaufen, stimmt. So, krieg ich noch einen Primärball dazu, habe ich jetzt 11. Ja, sollte reichen. So, Route. Also ab auf die nächste Route. Route 30. Route 30. D-d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 . Und? Ach nö. Ein Panekon. Merrill. Ich hab schon Wasser-Pokémon. Was soll ich mit dir? Vor allem, du hast auch einen Azurill, weil du die Wetter-Regelung davon, ne? Ja, trotzdem. Haben wir da nicht irgendwie eine Regelung davon, was duplizieren angeht? Ein Azurill ist die Weiterentwicklung von Merrill. Ach so. Also, wie soll ich dich denn schwächen? Ich hab ein Panekon, also von daher. Ja, ich hab aber schon Wasser-Pokémon. Pony nur eins. Voll dasselbe, ne? Mehr oder minder. Boah. Wie war das mit, wie gesagt, wie war das mit der duplizierten Regel? Das gilt nur für das gleiche Pokémon. Also wenn ich jetzt zum Beispiel nochmal einen Sieber gehabt hätte. Vor mir. Gilt leider nicht für den Typen. Ah ja, okay. Okay, dann. Ja komm, nochmal Rampenhieb, weil beim Panikon ist es egal, dann kann ich dich, das kann ich wenigstens schwächen. Premierball, los! Ich bin jetzt gerade mit dem Primärball. Ist ja schon mal raus aus der Tasche. Und er ist weiß. Yay! Yeah. Merrill wurde gefangen. Merrill wurde gefangen. Ja, Panikon hat sich befreit, alles klar. Hat schon wieder. Und was hat es eingesetzt? Natürlich, Erdner. Da es am Schweifende eine Art Boje trägt, kann es selbst bei der stärksten Strömung nicht ertrinken. Und ist es männlich oder weiblich? Weiblich, aber ich warte sowieso ein Panikon da. Ja, ich muss es jetzt mal fangen, ja. Ich meine, es ist. Ich habe kein Problem damit, es zu schwächen, weil entsprechend, ne? Kommt Volltreffer, puff, tot. Ja, genau, das hat jetzt schon so oft Erdner reingehauen. Aber es hat sich schon wieder befreit. What the heck? Was ist mit deinem Pokémon halt, ne? Ja, irgendwie schon. Vor allem, es hat schon so oft Härten, es kann seine Verteidigung nicht noch höher machen. Es hat halt immer keine andere Attacke. Ja. Komm, wir schon, noch, komm, noch ein Rankenhieb. Dam. Ich hab's aber heute wirklich nicht mit denen, ne? Gleich verbraucht er 10 Pokébälle bei dem. Ja, und dann habe ich nicht mal mehr genug Geld, aber ich kann ein bisschen was verkaufen. Komm. Das muss jetzt drin sein. Natürlich. Was zur Hölle? Wow. Ich weiß echt nicht. Soll ich jetzt mal ganz böse sein? Verschwende deine ganzen Pokébälle nicht an einem Panikon jetzt. Hä? Verschwende deine ganzen Pokébälle jetzt nicht an einem Panikon. Ich habe kein Problem damit, Merrill zu skippen. Du nicht. Aber dann haben wir schon wieder, dann haben wir noch 2 Möglichkeiten, Pokémon zu fangen. 3. Alles klar. Vor der nächsten. Ein Try mache ich noch. Dann habe ich die Hälfte an Pokébällen weggehauen. Ich wollte gerade sagen, wir haben noch 3 Möglichkeiten, Pokémon zu fangen, ne? Ja, ein Try und dann. Beutel. Aber ich habe sie jetzt schon so geschwächt, dann besiege ich es zumindest. Die EP, die lasse ich mir aber nicht gehen dann. Jetzt ist drin. Toll. Hat er nur 6 Pokébälle gebraucht. Du für weibliches Merrill. Weibliches Merrill. Ein weibliches Merrill nennen wir es. Was haben wir? Ändert sich.
es ändert sich ja nicht wirklich hier großartig mehr in den Entwicklungen. Ja. Wassermaus. Richtig, eine Wassermaus. Ach komm, weißt du was, nennen wir es Blubst. Du hast mein Pflanze genannt, also nennen wir es Blubst. Blubst, what? Blubst. Blubst, bitteschön. Und weibliches Panikon? Stinker. Wow. Aber weil es so mal megamäßig gedauert hat. Das ist nichts so gebellt. Ja, wow. Und weil es so wunderschön zum Trainieren sein wird. Ja. Packe ich gleich mal Blubs nach vorne, kann dann gleich mitmachen hier bei dem Trainer kämpfen. Ich muss erstmal ins Pokémon Center. Ja, bin ich auch gerade reingegangen. Das Gute ist, jetzt kommen noch ein paar Trainerkämpfe und man findet noch ein paar Items, wo man dann ein bisschen Geld machen kann. Blubs, was. Guck mal, der hat auch kein Item dabei. Irgendwie. Blubs ist Solo. Solo ist. Verteidigen runter, Angriff hoch. Holy fuck. Blubs hat ein Angriffshochwesen. Das ist so. Wie sehen denn deine Attacken aus? Tackle nur. Bericht. Frech ist meins. Frech. Spezialverteidigung runter und Angriff hoch. Alles klar. Bringt ja voll viel beim Panikon, ne? Ja, weil. Hier ist die Weiterentwicklung dennoch. Pudox ist ein spezielles Pokémon. Wow. Oh nein, ich habe ein bisschen mit Wegsperre vor mir. Jetzt kann ich nicht flüchten, gut, muss ich Tackle machen. Ein Hut. Oh, und das zieht so wenig ab. Ne, mach Klatscher, ich denke jetzt mal, ich spiele das mal ab, das dauert ein halbes Jahrhundert sonst. Wie kann ich, flüchten? Hast du ein Isso vor dir, oder? Nein, ich hatte einen Hut vor mir. Das ist so schneller. Bin schon weg. Geh ich denn schneller? Aber jetzt habe ich wie Lyra auch ein Meryl hinter mir. Ach, ein Starlily. Meryl gegen Meryl, nee, also ich passe nicht mal. Was soll Stinker tun? Ja, na was wohl, Härtner. Jetzt frage ich erst, kann ich von einem Meryl flüchten? Hallo, wir sind gleich. Boah, ne. Stinker ist ins Härtner ein. Der hat 10.000 Mal jetzt nicht sein Gesetz gehabt. Eigentlich glaube ich, das ist mein Jüt. So, Beerensaft. Bitteschön. Jetzt werden wir sehen, was der erste Teenager hat. Hi. Eigentlich bin ich hier, um mein Team noch dann wieder da aufzustocken. Aber du wirkst wie ein Schwächling auf mich. Prima. Euch knüpfe ich mich vor. Ich muss ja mal. Ich muss ja mal mehr zahlen. Okay. Das ist nicht sehr effektiv. Da bin ich hier wieder drauf. Das haben Pelipop und ich damals auch immer gemacht, wenn man in der Mehrzahl gesprochen. Oh. Eigentlich bin ich hier um ein Chimär, ja, natürlich. Ich kapiere das nicht. Mein Blubs hat ein Angriffshochwesen. Warum zieht das so scheiße wenig ab? Rebarak ist total gut hier, ist gegen meinen Knofenser, ne? Gut, dass ich Gegengift gekauft habe. Du dürft aber nicht vergiften dürfen, weil dein Kloventus ist Gift. Ach, stimmt. Aber ich weiß nicht, ob das in der vierten Generation schon so war. Keine Ahnung. Weil auch, irgendwo konntest du ja noch ein paar Elektro-Pokémon paralysieren und so. Alter, hör mal auf zu quitten! Nerviges Giveier, ey. Okay, und jetzt komm los, Pflanze. Weberack. Blubs erhält 54 Erfahrungspunkte. Blubs ist Level 5. Und ab wann entwickelt sich gleich nochmal ein Panikon? Ab Level 10. Ja, Gott sei Dank. Das wird auf Level 7, also das, normal ist es ein Wumpel. Und auf Level 7 wird es zu Panikon und auf Level 10 dann zu Pudox. Oder, also ja, na gut, wenn es Schaloko wird, wird es zu Papignala. Aber jetzt hast du beides gehabt. In der ersten Soulink hattest du ein Schaloko gehabt, was zu Papignala wurde. Muss aber sagen, dass mir Papinelle auch besser gefällt. Ja. Das nächste effektiv. Bla bla bla. Ja, ich weiß, dass es nicht effektiv ist. So, hier heilen wir meinen
Blups. Initiative von... Na. Das sah gerade komisch aus. Wenn du mit viel Fantasie, wenn du mal Schwester Joy vor dir hast, mit viel Fantasie, dann sieht's aus, als wenn sie ihre Arme erhoben hat. Wie, du bist schon noch mal im Pokémon Center? Ne, ich bin nochmal zurückgegangen, weil Blups Tackle wenig HP hat. Ah. Außerdem hat Giva ja gerade mehrere Crits gemacht. Oh. So, nächster Trainer. Ist nicht sehr effektiv. Ja, ich bin auch nicht so weit. Ich kloppe gerade auf das Weberack ein. Ihr seid doch Pokémon-Trainer, oder? Liefern uns wieder an deinen Kopf. Aber ich glaube, ich darf auch gleich nochmal zurückgehen. Einfach nur, um die AP aufzufüllen. Oh, der hat einen Riolu. Oh, das hätte ich aber auch gerne. Später ein Stahl-Kampf-Pokémon. Ey, her damit. Weißt du, was hast du gesagt? Level 13. Ui, da muss ich ja aufpassen mit meinem Pflanze. Jo. Der ist jetzt schon Level 9. Dann musst du Pudos von einsetzen und wieder tauschen, ne? Ja, erstmal muss ich erstmal das mal weiterentwickeln, ne? Nö, setzt den Pudos ein, holst wieder raus und schmeißt Pflanze rein. Ja, wow. Switch-Training. Und nochmal zurück, rein, ja. Boah, hör doch mal auf, die ganze Dings zu machen hier. Ausdauer. Na, wir dürfen uns ja wahrscheinlich noch ein Pokémon fangen, ne? Von der Zeit her, ja, eins können wir noch schaffen. Von daher zum Trainieren, dann kann ich das ja benutzen. Wenn wir es fangen. Warum kommst du zu mir? Mediti, hau ab. Ich kapier das nicht. Blups hat einen Angriff plus Wesen. Warum zieht das so verdammt scheiße ab? So. Ich möchte doch jetzt nicht gegen die Random Encounter, das bringt dann nichts. Safcon. So, tschüss, Medizin. Das wird doch sehr lustig hier, das zu trainieren. Blups ist Level 6. Blups ist bald auf dem gleichen Level wie Fabius. So, dann gehe ich mal nach oben. Wir werden noch einen Pokémon fangen. Aber du weißt, ne? Dann Kiefersammler nochmal hier. Ich suchte Kiefer-Pokémon doch. Ich fand Trainer. Hut, hut. Los, Stinke. Ein Schuppe. Oh. Flucht gescheitert, alles. Alter. Also irgendwie habe ich immer Glück, ne? Ach. Ja, ich habe jetzt schon wieder ein Geist-Pokémon vor mir. Wow. Ja, hätte ich nicht Fabius mit Blubber, hätte ich ein Problem jetzt. Weil Blubs hat nur Tackle. Au. Ach, das war... Du bist doch ein Pokémon-Trainer, oder? Ja, natürlich bin ich einer. Guck dir gleich mal den Teenager, der oben steht, an. Das sieht aus, wenn er mit einem nackten Oberkörper da steht. Alles klar. Der hat einen Bronzel, alles klar. Geil, Bronzel. Ja, mit den Härten einsetzen mit Stinker. Oh Mann, ey. Was hat Bronzel denn für einen Angriff? Ich hab Tackle. Okay, weil das ist auch ein Psycho-Pokémon, deswegen musst du aufpassen, du hast zwei Gift-Pokémon. Ja, das Ding ist Level 2. One oh, Konfusion, fuck. Ja, ich wollte gerade sagen. Ah, hat aber, macht aber nicht viel Schaden. Da ist der Levelunterschied dann doch recht groß. Fabius ist Level 8. Und er lernt Silberblick, was total nutzvoll ist. Ach, du bist so stark. Ach. Das ist nicht sehr effektiv, ja. So. Konfusion ist sehr effektiv, macht aber nur 2 Schaden oder so. Gut 31. Ich bin noch nicht so weit. Ja. Ja, du, ich bin jetzt noch bei dem einen Trainer. Weil du mal gegen wilde Pokémon kämpfen musst. Nein, ich flüchte. So, gehe ich jetzt mal kurz zurück ins Pokémon Center dann. Und der hat noch einen Bronze. Auf Level 4, oh. Ja, das könnte schon ein bisschen mehr. Kann schon ein bisschen mehr wehtun, ja. Hallo, heil mal meine Pokémon hier. Ja, ich darf gleich wieder AP auffüllen gehen. Dum, 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 dum.
Ja, darf ich gleich. Wir haben es jetzt mal. Ich habe jetzt mal ein bisschen gespeedert hier. Ja, weil wenn es ist nicht sehr effektiv, ne? Ein Totenweilchen. Hallo Trassler. Trassler? Ja, jetzt auf Route 30 bin ich gerade im Pokémon Center gewesen. Ja, ich darf auch noch mal AP auffüllen. So ja, Trassler, Level 3, Heuler. Nicht mehr, aber ich werde es doch so machen. Ich habe noch ein paar mehr Bälle. Ich kann ein bisschen was verkaufen. Ich verkaufe einfach das ewige Eis. Oder nee, die Wolkentafel. Ich bin nur 500. Okay. Nein. Okay. Das bringt nicht viel mehr verkaufen. Ich habe ja alles mir lieber selbst. Du machst einfach den nächsten Teenager, musst du machen, dann, dann gehst du nachher Dings und gehst zu dem Käfersammler, der oben steht. Den Teenager habe ich ja schon. Der sieht doch einen zweiten Teenager, der da steht. Wo ich sagte, schau mal, ob das sieht aus, wie ein Ober obenrum nackt da steht. Geh doch mal nach oben. Hallo Carpador. Hallo Carpador? Okay. Flüchten kann ich bestimmt nicht. Aber klar. Und ich habe wahrscheinlich wieder einen Hut. Nö, ein paar Neger. Ah, das Aufkommen eigentlich. Okay, passt. Kadeke. Dam, 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 dam. Der Topsi, du wirst auch schön. Fluff, fluff. Fluff, fluff. Nee, Vonera ist das Gold-Pokémon. Okay, da ist der eine Teenager, da der zweite. Ja, Leute, guckt euch mal den Teenager hier neben den ich gerade stehe an. Der wie sieht es bei dir aus jetzt? Hä? Mit dem Fangen und so jetzt? Ich muss warten auf dich. Achso, ich bin jetzt gleich beim Käfersammler. So. Also, du hast schon beide Teenager gemacht? Ja. Ach jo. Ich bin jetzt hier durch. Moment, ich komm auf Route 31. 31, ja, bin ich. Gut, bin da. Okay, dann. Go! Und ein Sonnenkern. Check. Ich hab irgendwie habe ich vereinigt irgendwie sowas mit Pflanze und so, ne? Ich hab einen Dick da. Sonnenkern. Aber ich, das Ding kann ich wahrscheinlich wieder nicht schwächen, ne? Mit Level 4. Der Rankenhieb dürfte aber nicht so viel abziehen. Nicht? Nur so ein Pflanzen-Pokémon. Aber es ist Level 4. Mein Pflanze ist Level 9. Kann ich nicht einschätzen, muss ich ehrlich sagen. Wir probieren es einfach mal jetzt so. Hat nichts gebracht. Mann, dick da wohl. Okay, das heißt, ich muss es probieren. Ah, verdammt. Ich hoffe jetzt, es wird kein One-Shot. Ich hoffe es einfach. Das ist nicht sehr effektiv, ja. Wow. Ranklieb und. Oh Gott sei Dank. Aber ich glaube, im zweiten würde fast nicht überleben. Tot. Ich habe auch nur noch 4 Bälle, ne? Also ich muss es versuchen. Es ist gefangen. Sehr schön. Und was hast du bekommen? Ein Dickter. Ein Dickter. Ein Dickter. Setz ein Dickter Schaufel auf im Acker ein. Ist die Erde ideal geflügt, um etwas anzupflanzen? So, Dickter ist ein männliches Dickter. Nennen wir es Zwerg. Zwerg. Und das Sonnenkern? Es ist männlich. Nenn es männliches Sonnenkern. Das wird so ein Flora. Nenn es Boss.
Boss. Boss. Alles klar. Ein so ein Flur, männliches Boss. Boss. So, Leute, das war's dann auch für heute. Ja, genau, das war's mal wieder. So. Warte, und ihr wisst es ja, ne? Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo nicht vergessen und ja, schaut bei guten Adam vorbei. Alle nötigen Links in der Videobeschreibung und dann sehen wir uns beim nächsten Part. Ciao! Ciao.